Hey ho, meine Lieben. Heute McRib-Nachbau mit Nappi-Sauce. Die habe ich zugeschickt bekommen zum Austesten. Und ich habe mir gedacht, probiert haben wir sie schon. Ich habe mir eben gedacht, die wird super auf einen McRib-Nachbau passen. Ja, erste Änderung, was wir vornehmen. Leider, wir haben kein Maisgrieß da. Nehmen wir halt einen Sesam, um die Buns zu bestreuen. Die machen wir selber, macht mein Schatz selber und wenn die fertig sind, geht's dann ja mit dem Video weiter. Jetzt schauen wir hier noch auf die Finger. Mein Schatz, machst du uns hier die leckeren Buns? Warum redest du nicht mit mir? Ah, weil die das gerade versuchen, das funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die sehen doch gut aus. Was? Die zwei da drüben. Sehen doch wunderbar aus. Geilomat. Ein Gezwoker ist das. Ja, wir werden sehen, wie sie nachher im gebackenen Zustand aussehen. Das kann ja bloß gut werden. Und wenn nicht, essen wir sie trotzdem. Ganz genau. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ade. So Leute, wir machen die Patties von unseren McRibs ja auf der Feuerplatte und ich sehe hier gar kein klein gehacktes Holz mehr. Heiko! Ich will das machen. Du willst Holz hacken? Ja, wenn du das schon so sagst. Ja, dann gehen wir jetzt hinter, dann darf der Heiko uns erst einmal ein bisschen Holz hacken. Ibrecht Sam kommt hier rein und sagt, von hier drin habe ich auch schon ein Video gesehen. Ja. Schauen wir mal, ob es das du kannst. Ich kann das nicht. Sag mal, machst du Werbung für Vodafone oder was? Ja, ich hab's leider an, ja. Mein Gott. Wenn die Bügerei nicht immer wäre. Ja? Also nach dem dritten Mal geglückt, können wir sagen, du kannst es halbwegs. Ja, mal gucken, wann ich vorbeihaue und triff mein Knie. Dann müssen wir gucken, wie das Auto wieder heilt. Ey, nicht, dass ich den Mist dann hinterher hier wegräumen muss. Achso, Platz im Garten, kannst mich doch verscharen. Naja. Wen soll ich noch alles hinten im Garten verscharen? Außerdem ist der Björn nicht da. Jeha! Ja, also da können wir McRibs draus bauen. Definitiv lecker. Sehen die jetzt schon aus. So Leute, da haben wir schon alles, was wir brauchen. Wir haben hier ein Kilo Schweinehack. Reine Schweinehack. Frisch vom Metzger. Ja, ich habe keinen Bock mehr gehabt, extra woanders hinzufahren. Also im Vorbeiflug mitgenommen. Mein Schatz will das hier drin ausprobieren. Ich hätte eigentlich bloß Knödel gemacht und die platt gedrückt. Ja, und noch eine Änderung eben zum Original, was eigentlich nach Pappendeckel schmeckt. Wir haben hier eine Worcestersoße, Salz, Pfeffer, Paprika. Ja. Thomas Hackfleisch gleich würzen, dann eben unsere Nappi-Sauce und unsere Gurken. Mehr brauchen wir dazu nicht. Und du wolltest kneten? Jawohl. Ich bin so froh, dass ich heute mal wieder Hilfe habe. Kein Problem, dafür bin ich da. So, während der Heiko sich noch die Handschuhe hat, der hat sie schon. Ja, ich jetzt hier gleich einmal einen Sputz von der Worcestersoße rein. Also wir müssen es jetzt hier nicht übertreiben. So, das reicht. Das ist Muskatnuss. Das wollte ich eigentlich nicht. Dann haben wir hier den Pfeffer. Salz. Dann fange ich schon mal an. Ja, und ich hol halt eine andere Paprika.
ungarische Paprika edelsüß. Hauen wir von der noch ein bisschen was dazu. Was wir jetzt noch vergessen haben, das waren die Zwiebeln. Aber da ist Schatz schon gesprungen, um Zwiebeln zu schnibbeln. Sag mal, bist du mit auf die Idee gekommen mit dem Blech? Ja, wegen der Optik. Ja, dann mach mal. Sollen ja aussehen wie Mexit. Also die wollen unbedingt da diese Rillenform mit drin haben. Aber ich sag, Mann, fahr zu mit deinem Bulldog. Ich sag, die Rillenform verschwindet dann eh beim Rausbraten. Aber der Wille zählt doch, oder? Das müsste passen. Ja, gut. Was hast du? Mach. Schmeiß rein. Also wer jetzt nicht direkt so eine Edelstahlform hat, der könnte zur Not auch so eine Aluform nehmen. Na, da reicht der Kilo gar nicht aus, oder? Ja, ich kann noch ein bisschen flacher machen. Unsere Zwiebeln und unsere Buns. Mansch. Und das willst du jetzt stürzen, oder? Jawohl. Dann machen wir vorher was. Wir ölen noch diese Platte ein, das Holzbrett. Aber zuerst muss ich noch hier Holz nachlegen. Weil sonst war es mit der Feuerplatte, mit der Hitze. So. Also, wer sich jetzt wundert, dass ich mit... Warte mal, willst du nicht zuerst nur eine Folie drunter machen, weil sonst... das ganze Ding ist voller Öl. Ja, sonst. Macht doch nichts. Ist es halt frisch geölt. Wer sich wundert, dass ich nicht meine Foodmaster-Flasche habe, tja, die ist irgendwie bei GMF verschollen gegangen, haben wir gerade festgestellt. So, dann geht das Hackfleisch nämlich leichter runter. Leichte Rillen sind zu sehen. Ja, also das hat es jetzt wirklich nicht gebracht. Das war der Aufwand nicht wert. Ist meine persönliche Meinung. Ein Intermittel und dann nochmal ein Intermittel. Da werden die aber ganz schön klein. Und warum brauchen wir 8 Stück? Ja, ein bisschen rüber noch. Ja. Da werden die aber ganz schön klein. Und jetzt haben wir nicht mehr die typische Form. Du hast zu wenig Fleisch gekauft. Die Rillen sind doch auch so drüber. Ach, ihr mit euren Rillen. Das ist nur ein McRib-Nachbau, Mensch, Leute. So. Dann werde ich mal gleich die Cam umstellen. Keine Ahnung, ob ich jetzt vorher gefilmt habe oder ob die Cam ausgefallen ist. Ich weiß es nicht. Die Pellets sind auf alle Fälle auf der Feuerplatte. Einmal schon gewendet. Ja. Müssen wir bloß noch warten, bis wir soweit fertig sind. Gleich sind sie soweit und dann bauen wir sie zusammen. Also ich habe jetzt wirklich überlegt, ob ich die Buns anrösten soll oder nicht, aber ich habe mich dagegen entschieden. Und im Gegensatz zum Original haue ich jetzt unten auch ein bisschen Sputzsoße drauf. Sieht zwar ein bisschen verloren da drauf aus, von der Größe her, aber naja, die nächsten werde ich dann wahrscheinlich doch etwas platter drücken, dann gehen sie nämlich auch schneller. Jo, jetzt ein paar Zwiebelchen.
Gurkenkern einfach mit drauf. Und dann noch mal ein Spritz von der Nappi-Sauce. Welche in übrigens eine Co-Produktion von Napoleon und Dolly Sauce hergestellt wird. Richtig geil. So. Dann können wir verköstigen. Du heute mein Dummy für die Kameraeinstellung? Ja. Ah, du willst ja auch das Probiererle mitmachen? Ja. Warte, komm mal noch ein bisschen näher mit der Cam. Ja, ich glaube, die haben wir ausgerichtet und dann können wir endlich unser Probiererle machen, nachdem ich hier noch das Display rumgedreht habe, damit wir uns selber auch sehen. Fertig ist der McRib-Nachbau. Und den probieren wir jetzt. Auf alle Fälle. Ich bin weg, ich muss essen. Super lecker. Ich komm mit. Ja Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Leider ist mein Vorrat an Joppi-Sauce, Nappi-Sauce etwas begrenzt. Also ich habe bloß die eine Flasche. Eigentlich hätte ich da wesentlich mehr Soße drauf gehauen. Und der Burger selber, richtig, richtig geil. Der McRib, nicht Burger. Also vom Brötchen her, richtig geil, war die richtige Entscheidung, das nicht anzubraten, anzubrutzeln, anzutoasten. Dass wir es so genommen haben, mit den Gurken und den Zwiebeln, richtig geil. Also dagegen, nie wieder mit doof. Oder was sagst du dazu? Dem kann ich mich nur anschließen. Absolut genial, die Buns waren super gewesen, richtig schön fluffig, wie sie sein müssen. Gut, die Rillen hat man nicht mehr gesehen. Hab ich doch gesagt. Ja. Also, hab ich doch gesagt. Ja, du hast ja recht. Die Rillen waren nicht mehr drin, aber durch das war das Fleisch besser portionierbar. Na klar. Also ich persönlich hätte, ja mit seinem Bulldog, ich persönlich hätte ja schöne Kügelchen draus geformt und die dann platt gedrückt, also das ist die Form gibt, wie ich will. So war das Fleisch jetzt gleichmäßig dick und nicht bloß einmal hoch und einmal nieder und einmal lang und einmal kurz. Handwerk, mein Schatz, Handwerk. Ja, deswegen habe ja auch ich die Buns gemacht und nicht Okay. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich bin sprachlos. Wunderbar, da habe ich es mal wieder geschafft. Wir machen uns jetzt noch welche und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also eins müsste rein theoretisch mit ihm noch kommen. Wenn nicht sogar noch mal ein Live-Video. Ach nee, das war ja schon. Egal, wir sind raus. Ja. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Kleiner Nachtrag. Patricia hat auch noch einen bekommen. Schmeckt's? Nein, ja. Na also, aber jetzt sind wir weg. Hey ho, Pfingstgrillen 2019. Wir machen heute ein paar leckere Sachen. Ja, zum einen machen wir was von der Feuerplatte, von der Smokerratte wird was gemacht und einen leckeren Nachtisch basteln wir heute auch noch. Ja, aber zunächst brauche ich Holz von der Feuerplatte oder für die Feuerplatte und für den Smoker. Ja, und dazu darf mir der Besuch helfen. Heiko! Ja, Michi? Ja. Das ist doch cool, oder? Da schreit man einmal Heiko und hat zwei Leute zum Holzhacken. Jo.